ist Expressi aus gegebenem Anlass im Siegner Leimbach-Stadion. Neben mir Florian Schnurmbech, Trainer vom TuS Erndebrück. Hallo Florian. Hallo. Ihr habt gerade ein Training absolviert für das Pokal-Highlight hier am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Ja, normalerweise sind wir ja bei Sport Schulze GmbH, machen unsere Vorschau und das Tippspiel. Aber wie gesagt, heute aus dem Leimbach-Stadion. Flo, freut ihr euch auf Samstag? Ja, die Vorfreude ist riesig, ganz klar. Es ist ein ganz besonderes Spiel, ich glaube. Vielleicht vor der größten Kulisse, vor der wir je gespielt haben. Und auch der größte Gegner, den wir je im Pflichtspiel hatten. Und deswegen sind wir mächtig stolz. Und ja, man merkt halt einfach, dass die Woche ja schon ein besonderes Spiel ansteht, bei dem ganzen Interesse, was im Moment herrscht. 10.000 war letzte Woche schon geknackt, die Marke. Wir wollen jetzt auch gar nicht darüber spekulieren, was kommt. Es wird auf jeden Fall eine super Kulisse am Samstag. Der Rasen neu verlegt, top. Also ja, Regionalligist, Bundesligist. Bundesligist ist noch in der Vorbereitung, ist das erste Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt. Ihr habt jetzt schon zwei Spiele absolviert. Was für eine Erwartungshaltung hast du und was für eine Erwartungshaltung gehst du mit deiner Mannschaft in das Spiel? Ja, zum einen ist die Rollenverteilung, glaube ich, relativ eindeutig. Die Eintracht ist der Pokalfinalist aus der letzten Saison und deswegen wissen wir schon, dass wir eine unglaublich gute Tagesform brauchen. Ob der andere tatsächlich ein Vorteil ist, weil wir zweimal gespielt haben, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, Eintracht war in Berlin, ja, die werden uns deswegen nicht unterschätzen, weil sie das Gefühl einmal gehabt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man geht immer in eine Trainingswoche rein, um das Optimale rauszuholen, auch wir in dieser Woche. Und so eine ganz, ganz kleine Chance gibt es fast in jedem Spiel. Da muss natürlich eine Menge zusammenkommen. Wir müssen den Respekt vor der Eintracht, aber auch vor der großen Kulisse ablegen, wenn uns dann die Kulisse beflügeln kann. Und wir es vielleicht ein bisschen anders machen können, wie vor 2 Jahren, dass nach 10 Minuten eine 2-0 steht. Dann wären wir total dankbar, wenn wir einen Pokalfight draus machen können. Das hört sich gut an, aber jetzt auch direkt noch eine Frage dazu. Jetzt trainiert ihr heute hier. Du hast mir gesagt, ihr spielt zweimal noch in Brachbach auf Rasen. Also ist das schon eine andere Vorbereitung, als wenn du in ein Regionalligaspiel gehen würdest? Ja, von den Trainingstagen nein, von der Vorbereitung ansonsten ja. Ja, dreimal Rasen die Woche ist einzigartig für uns, auch dreimal 15:30, weil wir uns an die Anschlusszeit gewöhnen wollen. Ja. Ja, ist auch einzigartig, die Jungs machen viel möglich. Also von daher, glaube ich, können wir in der Woche, am Ende der Woche bestimmt sagen, wir haben uns so professionell wie möglich vorbereitet. Jetzt habe ich mir in Stunde hier das Training angeschaut. Engagierte Jungs, auch 20 Leute auf dem Platz, was letzte Woche noch nicht so war. Kommen wir kurz auf Tim Dreude und Hedon Selichter zu sprechen. Optionen, ja, nein. Fit, ja, nein. Ja, ist natürlich, man spürt das ja auch bei den Jungs. Ne? Dann immer gerne jeder dabei sein will, außer Benny Kraft, der jetzt letzte Woche operiert worden ist. In seinem Mittelhandbruch waren heute alle Feldspieler auch im Training. Bei Tim bin ich immer vorsichtig. Erstmal sind wir froh, dass er gestern eingestiegen ist, aber sein letztes Training war, oder sein letztes Spiel war am 8. Juli in Stadtallendorf. Bei Hedon ist es ein bisschen anders. Der hat größere Teile der Vorbereitung mitgemacht und da wollen wir einfach jetzt mal von Tag zu Tag entscheiden. Wir haben heute erst Dienstag, wir müssen ja heute nicht unseren Kader benennen, aber ich bin da auch vorsichtig. Und gerade bei Tim, er ist ein ganz wichtiger Mann, aber er muss auch fit sein. Ja, und aktuell habe ich eher das Gefühl, dass wir sagen, nach so wenigen Trainingseinheiten macht das einfach keinen Sinn, weil es gibt auch noch ein Spiel nach Samstag. Jetzt nochmal ein bisschen rund um Erndebrück und die Euphorie um das Pokalspiel. Du sagtest gerade schon zum Auftakt, du weißt nicht genau, wie der Stand ist. Letzte Woche war der Stand 11.000, hast du gesagt. Ja, merkt man, spürt man da in Erndebrück, rund um Erndebrück etwas? Ja gut, ich sag mal, wir sind jetzt aktuell so ein bisschen unter uns, aber wenn man dann so eine Zahl schon hört, gegen Darmstadt waren, glaube ich, knapp über 8.000, das war schon sehr, sehr voll hier. Jetzt sind schon 11.000 verkauft, vielleicht werden es tatsächlich 15.000 nachher sein. Ja, das macht uns unglaublich stolz und ist einfach was ganz Besonderes, vor so einer Kulisse zu spielen. Wir haben uns letzte Woche bei unserem Heimspiel in der Regionalliga vor 560 Zuschauern zu Hause schon wohlgefühlt und jetzt so eine Anzahl, klar, das macht natürlich auch der Name Eintracht Frankfurt dann aus. Die 5.000 Karten waren, glaube ich, sofort verkauft. Wir sind einfach unfassbar dankbar, so einen Gegner gezogen zu haben. Das ist klar. Ja, kommen wir zur Regionalliga, zum Auftakt. 2 Unentschieden in den ersten beiden Partien. In der Saison 15-16 war es, ne? Die erste Regionalliga-Saison, da sah die Geschichte ein bisschen anders aus. Ja, erste Frage, ist der Kader stärker wie vor 2 Jahren? Und zweite, bist du mit den Unentschieden und vor allen Dingen mit der Leistung in den ersten 2 Partien zufrieden?
Ja, ob der Kader jetzt stärker ist, ich glaube, wir haben eine Menge Talent, eine Menge Tempo. Ja, da haben wir auf jeden Fall Fortschritte gemacht, das ist definitiv. Aber gemessen wird man nachher immer an Ergebnissen und an Punkten. Deswegen möchte ich damit ein bisschen vorsichtig sein. Auf den Saisonstart mit Wattenscheid waren wir sehr zufrieden mit dem Spiel, weil wir, glaube ich, ein tolles Spiel geliefert haben, auch fußballerische Akzente gesetzt haben. Mit dem Spiel in Rhinan an sich waren wir nicht zufrieden, weil wir da in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten unheimlich viele Ballverluste hatten, viel Umschaltmomente, also sehr, sehr hektisch war. Mit dem Punktgewinn nachher, nach dieser ersten Halbzeit, sind wir zufrieden. Wenn wir vor dem Spiel hatten wir uns gerne 3 vorgenommen und hätten total gerne auch jetzt 4 auf dem Konto, aber mit 2 gestartet zu sein und nicht verloren gehabt zu haben und auch gezeigt zu haben, dass wir Torgefahr erzeugen können, damit sind wir schon zufrieden. Okay, ja gut, dann abschließend erstmal zum TuS und zu dir. Gerade habe ich dich schon auf den Unterschied zwischen der ersten Regionalliga und der jetzigen angesprochen. Warum hältst du und dein TuS Erndebrück dieses Jahr oder diese Saison die Klasse? Ja, das sind immer so ganz, ganz weite Ausblicke. Die mag ich eigentlich gar nicht, wie du weißt, weil wir uns immer kleine Ziele setzen. Ja, jetzt haben wir am Wochenende durch dieses Pokalspiel dann schon spielfrei. Danach spielen wir auswärts in Verl. Und wir wissen auch, was alles auf dem Programm steht. Und wir wissen auch, wie hart es ist, jede Woche zu punkten. Aber wir gehen, wie ich eben schon gesagt habe, vor dem Spiel gegen die Eintracht auch jede Woche rein und versuchen irgendwas zu überlegen, wie wir punkten können. Ja, hab den Eindruck, dass wir dieses Jahr früher ankommen können, wie vor 2 Jahren, wo es wirklich schwer war, weil jeder dann noch verletzt war nach der kurzen Pause. Und es wäre schön, wenn wir im Winter vielleicht nochmal zusammen reden könnten, wir mehr wie die 15 Punkte aus der Saison vor 2 Jahren hätten und sagen würden, wir sind dieses Jahr näher dran. Alles klar. Gut, ja, dann danke ich dir erstmal für die Infos. Aber gerne. Wie gewohnt wollen wir natürlich auch unser Tippspiel aufrechterhalten. Ja. Du bist der erste Tipp, also Experte in unserer Runde in diesem Jahr. Wir haben ein bisschen was verändert. Dieses Jahr tippen wir nicht nur die Bezirksliga 5 und die A-Klasse, sondern nehmen wirklich von der Regionalliga runter bis zur A-Liga immer mal Spiele rein. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, mal ein paar Tipps abzugeben. Wir fangen an mit dem TSV Steinbach. Ein Freundschaftsspiel gegen Köln gemacht, 1-1, hat heute ein bisschen medial Wellen geschlagen, wurden so ein bisschen als Drehtertruppe verpönt. Ich meine, wir waren bei VR, das war ganz und gar nicht so, bleibe ich auch bei, ist auch meine Meinung. Aber die spielen jetzt am Freitag gegen Schott Mainz, hatten nicht so einen guten Start. Wie siehst du da die Chancen? Steinbach gegen Schott Mainz? Schott Mainz ist Aufsteiger, ich gehe vom Heimsieg aus. 2-0. 2-0, okay. Gut, ja, und dann kommen wir in die Oberliga. Habt ihr letztes Jahr einen Meister gemacht, deswegen kannst du bestimmt den Gegner von Karl-Marienborn noch einschätzen. FC Eintracht Rheine gegen 1. FC Karl-Marienborn. Eintracht Rheine ist immer für mich eine ganz, ganz heimstarke Mannschaft. Da ist wirklich schwer was zu holen. Ich glaube aber, dass Kahn ja, gerade jetzt nach dem Pokalspiel auch bestimmte Reaktionen zeigt und mit einem Unentschieden zurückkommt, 1-1. Ja, und dann sind wir heute hier an der Heimstätte von den Sportfreunden. Sind auch hier gerade alle hier gewesen, trainieren jetzt im Hofbachstadion. Ja, haben natürlich den für mich Top-Favoriten dieses Jahr. Teilst du das auch? Hammer Spielvereinigung in Hamm zum Auftakt zu spielen. Sehr schwer. Also generell ist es definitiv eine schwere Aufgabe, in Hamm zu spielen. Da war der Top-Favorit ist für mich Schalke. Ja, und ich habe auch Halt dann definitiv auf der Rechnung. Okay. Dass Hamm in der Saison auch wieder eine gute Rolle spielt, ist für mich klar. Wir haben aber Siegen gespielt und wissen auch, wie kompakt die verteidigen können. Haben ein gutes Umschaltspiel. Da kann ihnen vielleicht entgegenkommen. Ja, da ich ihnen wirklich einen guten Start wünsche, ist auch ein bisschen Sympathie für Lechtern dabei, gehe ich auf einen Auswärtssieg 1-2. Okay. Ja, und dann kommen wir zur Landesliga. Da haben wir auch zwei aus Siegerland, Wittgenstein und Sauerländer Sicht interessante Duelle. FSV Gellingen gegen Rot-Weiß Hünsborn. Unentschieden, 2-2. Okay, und der VfL Bad Berleburg, 9 in der Liga gegen eure zweite Welle. Die Vorbereitung ist nicht so gut verlaufen. Ich weiß nicht genau, wie der Stand da ist. Werde ich mal bestimmt mit Ivan drüber sprechen in den nächsten Tagen. Was tippst du da? Mein letztes Ergebnis, was ich im Kopf habe, war 7-0 gegen Breidenbach. Ich glaube, das war ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis. Es ist eine junge Mannschaft, ja, wo der ein oder andere Spieler verletzt war. Derby zu Beginn, sehr, sehr interessant, sehr, sehr reizvoll. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Was wir Ivan auch wollen und die Mannschaft auch. Deswegen gehe ich ganz klar auf Auswärtssieg 1-3. Okay, ja, kommen wir zur Bezirksliga 5. Da haben wir auch direkt ein Derby. SOS Niederschelden gegen TSV Weißthal. Ja, würde ich ebenfalls den Auswärtssieg nehmen, 1-2. Okay, und dann noch ein Siegerländer-Duell, Germania Salchendorf gegen SG Hickengrund. Ja, Salchendorf wird den Heimvorteil nutzen, da bin ich relativ sicher. Sie haben eine richtig gute Mannschaft, traue ich auch viel zu, 3-0.
Okay, ja, kommen wir zur A-Liga und da auch zu einem Spiel, wo du auch noch ein bisschen deine Wurzeln hast. Der VfB Burbach empfängt direkt am ersten Spiel der Aufsteiger Walbach. Feuer unterm Dach, sag ich mal, geht's ja rund. Ja, ich denke, besondere Konstellation. Also ich glaube, viel besser kann die Liga da nicht starten. Da wird bestimmt eine Menge los sein in Burbach und ja, will ich mal diplomatisch 1-1 tippen. Okay. Dann haben wir noch den SV Setzen mit dem Trainer Jan Fünfsen gegen Grün-Weiß Siegen. Ja, da bin ich ganz, ganz sicher, dass das ein Heimsieg wird, ja, weil Setzen schon eine ordentliche Mannschaft hat, auch verdient aufgestiegen ist, 2-0. Okay, und die letzte Partie ist der FC Kreuztal mit großem Aderlass in der Sommerpause gegen TuS Deutz, der Mitfavorit auf die Meisterschaft ist. Ja, ich gehe davon im Auswärtssieg aus, weil Deutz einfach auch letztes Jahr erst in der Relegation gescheitert ist. Ich glaube, noch mal ein bisschen was getan hat im Kader. Da gehen wir von 0-2 aus. 0-2. Gut, ja, damit sind wir durch. Florian, mir gilt noch dir viel Glück für Samstag zu wünschen. Tolles Erlebnis hier. Auch da werden wir uns dann nachher nochmal unterhalten und schauen, wie es geworden ist. Ich danke dir. Dankeschön. Nach dem heutigen ersten Runde im Tippspiel mit Florian Schnornbech bleiben wir normal hier im Leimbachstadion. Wir machen das natürlich bei der Sport Schulze GmbH in Bürbach und da ist der neue Siegner Trainer Dominik Dabrich zu Gast. Bis nächste Woche.